Ja, willkommen zurück und von gewohnter Stelle. Ich habe heute wieder einen Rough Rider, wieder ein Slip Joint. Ich bin ja gerade voll in Slip Joints, muss ich sagen. Und diese kleinen Rough Riders, die gefallen mir sehr, sehr gut. Und dieses Modell besonders, wegen der Kupferbacken und dem Logo, das ebenfalls aus Kupfer ist, und auch den Pins, die aus Kupfer sind. Und wegen diesem schönen schwarzen Beinknochen, den sie hier verwendet haben, hat mir sofort zugesagt. War auch im Angebot auf Knives and Tools, glaube ich, für unter 20 € oder knapp 20 €, irgendwie so. Also nicht großartig mehr als 20. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich gleich zugeschlagen. Ist wieder ein Rough Rider vom amerikanischen Hersteller, der in China produzieren lässt. Und ein sehr schönes Messer mit Dreifachklinge. Die Klinge selbst ist einmal eine Clip-Point-Klinge. Die hat, ich glaube, knapp 7 cm, wenn ich es richtig weiß. Vielleicht erstmal im geschlossenen Zustand sind es knapp 10, 9,4 cm lang. Wirklich hervorragend verarbeitet. Stramme Rückenfedern. Und wie gesagt, die Clip-Point-Klinge in Stonewashed-Optik, was mir ja auch sehr gut gefällt. Muss mich hier wieder ein bisschen gegen Insekten und Bienen wehren. Entschuldigung. Mit dem Rough Rider Logo auf der einen Seite und der Modellnummer auf der anderen Seite. Und dem Stahl 440er, 440A ist es. Razor Sharp Steel. Also Rasiermesser scharf. Ob es rasiert, habe ich bis jetzt noch nicht geprüft. Oh ja, das tut es. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, einmal die, wie gesagt, die Clip-Point-Klinge. Dann gibt es noch eine Sheepfoot-Klinge, die hier so schräg eingelassen ist. Sieht auch sehr, sehr witzig aus, wie sie die untergebracht haben. Ist aber bei diesem Modell generell so, dass die so liegt. Die ist also nicht unabsichtlich verbogen, sondern absichtlich, wenn man auf den, ja, falls es mal scharf stellen sollte, hier, danke. Falls man auf die Klinge von oben sieht, die ist leicht gebogen, macht aber nichts aus im täglichen Gebrauch. Ja, fällt überhaupt nicht auf, wenn man das Messer hält und schnitzt. Auch Stonewashed, auch mit dem Rough Rider Logo, typische Sheepfoot Klinge, kürzer als die Clip-Point. Und dann haben wir noch die Klinge, dessen Namen ich letztes Mal nicht gewusst habe. Das ist ein Spayblade, ganz kurzes, aber dennoch tolles Messer. Kann man eventuell zum Hasenhäuten ganz gut nehmen. Wobei, für die meisten Hasen braucht man kein Taschenmesser. Bis auf die Schnitte am Fuß kann man die ja meistens auch so abziehen. Ja. Ist aber trotzdem eine kleine, feine Klinge. Und im täglichen Gebrauch gut zu haben. Das ist sowieso so ein bisschen der Gedanke hinter diesen ganzen 2-, 3- und 4-Klingenmessern. Falls mal eine Klinge versagt, hat man immer noch zwei, mit denen man weiterarbeiten kann. Falls mal eine stumpf wird, hat man immer noch zwei scharfe Klingen, die
einem gute Dienste leisten. Das Einsatzgebiet ist bisher bei mir Kleinigkeiten schnitzen, Pakete öffnen und hauptsächlich Nahrung, also Essen, zubereiten und verzehren. Und man hat mit so einem Taschenmesser natürlich, man sorgt für Gesprächsstoff. Das ist wirklich ein schöner, kleiner, gut verarbeiteter Stachel und zieht so ein bisschen die Blicke auf sich, aber nicht negativ, muss ich sagen. Es kommen immer sehr interessierte Fragen. Und ja, man kommt ins Gespräch, aber es ist keine Klinge, die Angst einflößt, wenn man sie aus der Hosentasche zieht. Im Gegenteil, die häufigste Reaktion ist Neugierde. Und ja, ich bin auch hier ein bisschen gespannt, wie sich der Knochen schlägt, ob er hält. Ich habe gesehen, meins hat hier, ich weiß gar nicht, ob ich das einfangen kann. Ich schätze, das schafft er nicht. Hat hier unten einen super feinen Riss, der aber kaum zu sehen ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das über die Jahre hin entwickelt. Ob das da aufplatzt, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Oder ob das so bleibt. Ich weiß auch nicht, ob sie es verklebt haben. Oder ob das nur oberflächlich ist oder durchgehend. Das muss mal die Zeit mit sich bringen. Aber was ich mir besorgt habe mittlerweile, ist ein kleines Lederetui. Weil ich will, dass der Knochen nicht ganz so abgewetzt aussieht. In der Tasche mit Schlüsseln. Da ist Knochen eventuell ein bisschen anfälliger und ein bisschen empfindlicher als Kunststoff, was ja logisch ist. Und ja, für diese kleinen Slipjoints habe ich mir ein schönes Lederetui besorgt. Ich werde mir wahrscheinlich auch nochmal Leder kaufen und ein paar rudimentäre Werkzeuge, weil diese Lederetuis doch relativ einfach herzustellen sind, und versuchen mal meine eigenen Lederetuis zu machen. Ich werde auch das Ergebnis hier festhalten. Ansonsten ist jetzt mein zweites Rough Rider und ich muss sagen, das Finish von Rough Rider ist wirklich gut. Da steht nichts über, nichts kratzt, nichts ist irgendwie unangenehm anzufassen. Alles ist glatt, alles ist schön verarbeitet. Ein wirklich schönes kleines Taschenmesser, das mir auf Anhieb gefallen hat. Ich bin sowieso gerade sehr in Kupfer und Messing. Und ich bin auf der Suche und ich habe beim City Tech Tool, habe ich gesehen, gibt es sehr schöne Exemplare mit Kupfer, mit Messingbacken. Und ja, ich halte so generell ein bisschen Ausschau nach Kupfer- und Messingbacken, weil mir einfach dieser Used Look nach einer gewissen Zeit, wenn man die öfter in der Hand hat, sehr gut gefällt. Da verfärben sich ja die Backen, und diese hier bleiben auch nicht so. Die haben sich schon ein bisschen verfärbt, aber nicht sehr. Und ja, die nehmen so eine schöne Patina an, die mir sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Alles in allem bin ich immer noch begeistert von Rough Rider. Wie gesagt, die Klingen kommen alle scharf an. Ich hatte bis jetzt noch keine stumpfe Klinge. Ab Werk, die Rückenfedern sind auch alle ziemlich stramm. Da kann man nicht meckern. Hört man auch das schöne Klacken beim Auf- und Zumachen. Gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, dieses Stonewashed Finish ist, fasst sich auch sehr angenehm an. Ich mag ja so ein bisschen Stonewash Finish. Finde ich auch sehr schön. Ja.
Ich glaube, ich bin durch und habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich muss jetzt auch meine Tochter vom Reiten abholen. Aber ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt mir gesund und wir sehen uns. Macht's gut.